Leute, die offiziellen Mid-Season-Patch-Notes sind am Start und mit diesem Patch. Eine Menge Überraschungen, ein neuer Modus kommt, ein neuer Limited-Time-Modus, der extrem interessant klingt. Und ein neues universelles Erbstück, was, by the way, echt richtig, richtig geil aussieht. Da klingelt die Kasse, würde ich sagen. Leute, wir gehen jetzt mal alles durch. Es ist eine Menge interessanter Stuff dabei. Und was mich sehr überrascht, keine Änderungen an Krypto. Wahrscheinlich dann in Season 23. Also, wir gehen es mal durch. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Hier und da sind die deutschen Übersetzungen wieder ein wenig bescheiden. Ich versuche nicht ins Detail zu gehen, sonst dauert es einfach zu lange. Der neue Modus Knockout ist ein 60-Mann-Battle-Royale-Modus, also kein kleiner, beschränkter Bezirk irgendwie. Wir präsentieren das brandneue Battle-Royale-Erlebnis für 60 Spieler, 20 Squads, Knockout. Mit diesem intensiven einsatzzielbasierenden Wettstreit müssen die Squads Zonen erobern und Evo sammeln. Um Punkte zu erhalten, die 5 Squads mit den wenigsten Punkten pro Runde oder am Ende jeder Runde fliegen raus, bis zum Schluss nur noch ein paar Gegner übrig sind oder Squads. Nutzt unbegrenzte Respawns bis zum fulminanten Sudden Death Finale. Nach 3 Runden treten die verbliebenen 5 Squads in einer actiongeladenen Schlacht an, die nur ein Squad gewinnen kann und so weiter und so fort. Klingt auf jeden Fall schon mal geil. Ich bin mal gespannt, ob es an diesem Finale irgendwas Krasses gibt, was man so vorher noch nicht kannte. Verstärkte Knock-Put-Prüfung. Wir können, wer Krypto und Watson noch nicht freigeschaltet hat, durch bestimmte Prüfungen, sieht man hier, lese ich jetzt nicht vor, so spannend ist es nicht, können wir uns dauerhaft die beiden Legenden freischalten, falls wir die noch nicht freigeschaltet haben sollten. Ich lasse jetzt hier ganz kurz mal die Skins durchlaufen. Es gibt wieder 36 Collectibles, wie wir sie bei dem Heirloom rund um Cloud Strife aus Final Fantasy 7 schon kannten. Das universelle Erbstück, das Schwert und das andere. Ich weiß schon gar nicht mehr, Katar hast du nicht gesehen. Die Skins, muss ich echt sagen, gefallen mir allesamt doch schon echt, echt gut. Die Waffenskins sind nice, sie sehen extrem genial aus. So ein bisschen Space-Cowboy-mäßig wird es, glaube ich, beschrieben. Optisch mit Holzgriffen. Sieht schon echt extrem. Und ich glaube, Kraber-mäßig. Kraber-Skin hatten wir schon lange keinen mehr. Berichtigt mich, ich weiß es nicht. Die Mosambik, halt die Luft an. Extrem sexy. Und hier ist das universelle Erbstück. Es sieht echt geil aus, muss ich sagen. Und es hat tatsächlich einen Kill-Tracker. Das ist genauso wie das andere Erbstück. Wir können das customizen. Wir können über den Shop irgendwie noch mehr für den ganzen Spaß kaufen. Wie das zum Schluss aussieht, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dieses Ding bekommt tatsächlich einen Kill-Tracker. Das wurde auch geleakt, aber es ist nicht so ein Kill-Tracker, wie wir vielleicht uns alle erhoffen, wenn wir schon so viel Geld ausgeben. Im Endeffekt ist das ein rundenbasierender Kill-Tracker, den du kaufen musst. Und maximal 5 Kills, dann ist Schluss, mehr passiert dann da nicht. Und pro Kill bekommst du so ein digitales, flimmerndes Dreieck, was dann auf dem Schwert immer mehr werden. Und irgendwann ist dann Ritze und als Killspitzenreiter hast du dann auch nochmal holographisch eine Krone. Das steht hier. Sieht sicherlich geil aus, aber so ein Kill-Tracker für die Waffen würde ich viel, viel geiler finden. Dann gibt es natürlich hier wieder ein paar Belohnungen. Wir können uns insgesamt übrigens über dieses gesamte Event 2 Packs freischalten. Also mit Glück hast du da sogar irgendeinen genialen Skin mit drin, was natürlich eine feine Sache wäre. Dann haben wir noch ein Store-Register, wo du den ganzen Spaß kaufen kannst. Kommen wir zu den Patch-Notes. Goldene Waffen. Oh, die Map-Rotation übrigens total geil. Gott sei Dank eine andere Map-Rotation, aber war nicht anders zu erwarten. Wir haben goldene Waffenrotationen, Mosambik und P2020 Akimbo Gold, IVA 8 Gold, Flatline und G7. Scout Gold, sehr geil. Gameplay Updates, hatte ich drüber berichtet. Der Loot bei den goldenen Bins, bei der Zurücksetzung im Midgame, wird angepasst und es war völlig klar, weil es einfach zu krass war. Ich lese es vor. Neue Textzeile der Ansagerin, also die Ansagerin sagt irgendwas Tolles und dann wissen wir Bescheid, alles klar, es gibt irgendwo goldene Lootbins. Reduzierte Spawnrate für hochwertige Beute. Das war völlig klar. Du hast manchmal teilweise eine goldene Bin aufgemacht und hast so 3 goldene Knockdowns drin und so ein Schnickschnack. Das ist einfach zu heftig gewesen. Also goldener Stuff im Allgemeinen wird geringer.
Wurde ein Beutebehälter unmittelbar vor der Zurücksetzung geöffnet, wird die Beute aus diesem Behälter rausgeworfen. Es kann nicht passieren, du machst das auf, hast irgendwas Geiles und auf einmal kommt die Zurücksetzung, die Bin geht zu und der Loot ist verloren und das wird alles auf den Boden geschmissen. Das ist auf jeden Fall cool. Legendäre Beutebehälter gewähren beim Öffnen überintelligente Beute weniger goldene Objekte. Es war auch echt einfach, zum Beispiel Hammerpunkt zu bekommen, wenn du die passenden Waffen hattest. Mythische Beutebehälter gewähren Heilobjekte zuverlässiger und Updates der Spawn-Logik legendärer Beutebehälter in Klammern Gold, die die Zahl der gespawnten Goldbehälter reduziert und letztere konsistenter über den verfügbaren Spielbereich verteilt. Du hast manchmal drei nebeneinander gehabt und manchmal irgendwo gar keine. Das fürs Verständnis. Lootix, Überarbeitung, richtig geil. Das ist eigentlich schon lange überfällig. Der Inhalt von Lootix oder Beutetix, wer nicht weiß, was ich damit meine, diese kleinen Lootix, die aussehen wie so ein Apex-Pack, die du zerschießen kannst und da springt da irgendwelcher Loot raus, wird überarbeitet. Weiße und blaue Seltenheitsaufsätze und Ausrüstung wurde von möglicher Beute entfernt. Du hast einfach höherwertigeres Zeug da drin. Die Chance auf den Erhalt von goldenen Waffen wurde erhöht. Ich kann mich nicht erinnern, schon mal eine goldene Waffe da ausgezogen zu haben. Egal. Phoenix-Kits und Anpassungen wurden aus möglichen Beute entfernt. Geil. Einfach eine geile Überarbeitung. Die Havoc, der Turbolader wird tatsächlich entfernt. Welche Überraschung. Die 99 aus dem Care Package. Schadensabfall bei 11 Metern plus. Auf 11 erhöht der Schadensabfall. Also du machst weniger Damage auf höhere Distanz. Aber dafür wird, und das finde ich völlig zu Recht, keiner spielt die 99, weil der Rückstoß einfach zu krass ist. Klar, es gibt natürlich welche Care Package, ist klar. Munition. Ich habe mir das vorher schon mal durchgelesen auf dem Handy. Ich kann es nicht wirklich erklären. Munition, die mit einer Waffe spawnt, ist nicht immer ein einzelnes Magazin, enthält aber die doppelte Menge Munition. Ein einzelnes Magazin? Soll das bedeuten, ich kann gerade so ein Mag füllen? Das verstehe ich nicht so ganz genau. Das kann ich nicht erklären. Anpassungen. Spawnrate des Waffenschildgenerators wurde reduziert. Turbolader aus Beutepool entfernt, ist klar. Ultimativer Beschleuniger, interessant. Seltenheit von Blau auf Violett, also der Beschleuniger ist dann lila auf dem Boden und nicht mehr blau. Spawnrate wird ebenfalls reduziert, die wurde nämlich angepasst, hatte ich das Gefühl, hast du echt viel zu oft gefunden. Und das finde ich eine coole Änderung, höhere Bewegungsgeschwindigkeit, wenn du dir das Ding reinballerst, weil du bist einfach verdammt langsam, wenn du dir das Ding reinknallst. Legenden, da kommt der Fuse-Nerf, aber nicht so heftig wie eigentlich geleakt. Der Maximalradius des Scan-Bereichs wurde auf 450 begrenzt. Wieder eine Zahl aus dem Apex-Universum, wo keiner so richtig weiß, was das in Metern bedeuten würde. In Klammern plus 50% der standardmäßigen Ringoberfläche. Whatever. Mit Mörsern können nicht mehr mehrere Objekte anvisiert werden, um perfekte Setups zu verhindern. Das ebenfalls weiß ich nicht so ganz genau. Es könnte aber sein, dass das bedeutet, dass du irgendwas in der Luft anvisierst und dadurch einen größeren Scan-Bereich hast. Diesen Trick gab es bis jetzt noch. Also du konntest, glaube ich, die Jump Tower nicht mehr anvisieren, aber du konntest den Trick mit Lifeline und ihrem Care Package anwenden. Wenn die das gedroppt hat und wenn das noch in der Luft war, konntest du den Riesenring ebenfalls hervorrufen. Ich höre zumindest so raus, dass du nicht mehr so einen erhöhten, krassen Scan-Bereich hast. Wird hier übrigens auch so ein Stück weit erklärt. Rampart. Verzögerung bis zur Reaktivierung von Sheila wurde von einer Sekunde auf 0,15 verkürzt. Ist das jetzt ein Buff oder ein Nerf? Ich stehe auf dem Schlauch. Es tut mir leid. Revenant. Falsche Schatten. Schildgesundheit wurde von 75 auf 50 reduziert. Völlig verdient. Revenant ist wirklich sehr stark. Aktivierungszeit wurde verdoppelt. Also auf jeden Fall ein Nerf auf Revenant. Valkyrie bekommt ordentlich was obendrauf an Veränderung. Ist jetzt eine aufklärende Legende. Das hatte ich letztens auch erst erzählt. Tank-Upgrade umfasst, also das ist so ein Perk. Tank-Upgrade umfasst eine Reduktion der Tankvergrößerung um 50% von 8 auf 4 Sekunden. Erhält Bedrohungsortung während Jetpack-Einsatz.
Bleibt aktiv bis Füße, dem Boden oder eine Seite. Verstehe ich das richtig? Ist das das, wenn du im Skydive die Gegner spottest mit diesem Dreieck? Ich verstehe das zumindest so, dass wenn du jetzt im Jetpack bist, dass du dann diesen Spot, diese Ortung auch hast. Das wäre zum Spotten als aufklärende Legende logischerweise echt massiv krass und würde die Big-Rate, natürlich die Pick-Rate von Valkyrie enorm steigern, bin ich fest von überzeugt. Also so verstehe ich's. Du aktivierst das Pack, also nicht die Ultimative, nicht falsch verstehen. Du machst das Jetpack an, fliegst einfach irgendwo drauf und kannst Gegner orten. Das wäre schon krass. Jetpack UI hat jetzt einen Tankverzögerungstimer, agileres Jetpack-Handling, des Walks Release ähnelt, whatever, verschiedene Buffs für Output und Verlässlichkeit der taktischen Fähigkeit. Dauer von Betäubung um 50% erhöht. Das ist ein krasser Buff. Raketenschadenradius um 20% erhöht. Ebenfalls krass. Angriffsreichweite um 25% erhöht. Nähere Gegner werden nicht getroffen. Maximale Flugzeit, also mindestens Angriffsreichweite, wurde erhöht. Und maximale Flugzeit von Raketen von 4,5 auf 4 Sekunden verkürzt. Der Impact ist einfach schneller. Das ist auch genial. Feuerrate für den Abschuss aller Raketen von 18 auf 25 erhöht. Okay. Upgrades. Luftexperte wurde entfernt. Ich weiß nicht, was die Luftexperte gemacht hat. Ich habe Valk kaum gespielt, seitdem das Perk-System aktiv ist. Volle Abdeckung auf Stufe 2 verschoben. Abklingzeit der taktischen Fähigkeit verkürzt. Und es gibt neu Auge am Himmel. Ignoriert den LOS-Check für Skydive-HUD-Scans. Vergrößert Reichweite der HUD-Markierung um 40 Meter. Fragezeichen. Es tut mir leid, ich kann es nicht erklären. Hier haben wir das, was rausfliegt. Alte Variante rot. Neue Variante weiß, volle Abdeckung auf Stufe 2, verkürzt Abklingzeit der taktischen Fähigkeit um 5 Sekunden, stark. Und der zweite Perk modifiziert Raketenschwarmmuster von 4x3 auf 3x5 Radius und auf Stufe lila Auge am Himmel. Gegner werden während des Skydives aus größerer Entfernung und durch Wände erkannt. Das ist echt. Richtig krass. Durch Wände erkennen ist schon eine richtig starke Nummer. Also Valk, vielleicht wieder mal Meta. Lange ist es her, würde ich sagen. Map Rotation, E-District, Olympus, Kings, Canyon. Jawohl. Richtig, richtig geil. Modi Duos kehrt zurück. Wusste man auch schon, verfügbar bis Ende von Schockwelle. Es wird eine Modi Rotation geben. Wahrscheinlich kommt dann irgendwann wieder kurz zurück und nochmal wieder Solos und so weiter und so fort. Neuer Modus Knockout. Hier nochmal in kurzen Zahlen kann ich das nochmal erzählen. Neuer Battle Royale Modus: 60 Spieler, 20 Squads. Squads erobern Zonen und sammeln Evo, um Punkte zu bekommen. Die fünf schlechtesten jeder Runde fliegen raus. Und was ich vorhin nämlich nicht erzählt habe, es gibt ein Sudden Death. Also irgendwas Krasses wird hier passieren. Hier, Spieler haben bis zum Sudden Death Finale unbegrenzte Respawns. Das ist auf jeden Fall auch extrem nice. Das heißt aber auch, also ich lese zumindest raus, egal ob dein Squad komplett am Arsch ist, auf Deutsch gesagt, du wirst immer wieder gerespawnt, bis du halt zu wenig Punkte hast und nicht weiterkommst. Das klingt schon echt interessant. Mixtape Rotation, Kartenrotation, Team Deathmatch, Donnerkuppel, Schädelstadt, Anwesen, Kontrolle wäre Caustic-Filterung, Labore und Barometer und Gunrun, Watson Must, Anwesen und Schädelstadt. Dann haben wir eine weitere Karte. Sorry, ich lese das jetzt nicht alles vor. Es ist nur eine Map Rotation für die. Stoppt am besten hier. So spannend ist es, denke ich, nicht, wenn wir jetzt hier aus der Mixtape-Variante von Oktober bis hier und bis da irgendwie gucken, was hier wie ist. Rangliste. Ich glaube, das brauche ich gar nicht erzählen. Du fängst hier an zu lesen, denkst dir, cool, irgendwas Krasses passiert mit Ranked-Punkten und so weiter. Der Ranglistenmodus hat sich in den letzten Jahren zahlreichen Veränderungen, bla 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 und hin und her. Und im Endeffekt geht es eigentlich nur um den Ranked-Rumble-Modus, der am Ende einer Season eigentlich starten sollte. Und ich glaube, am Anfang einer neuen Season wird rausgenommen, irgendwas ist da wohl, was nicht so toll ist und nicht so läuft. Und deswegen ist das jetzt erstmal für eine ungewisse Zeit raus. Ich spaß mir das vorzulesen. Es ist wirklich absolut unaufregend. Bugfixes lassen wir natürlich wie immer raus. Legenden. Krypto-EMP wird während des Hackens nicht mehr ausgelöst. Ach, das ist ein Bug.
Mad Maggie hatte einen Bug. Passive Fähigkeit wird jetzt aktiviert, wenn sie Waffenschilde trifft. Newcastle Upgrade, schnelles Tempo, funktioniert jetzt wie vorgesehen. Und Watsons Notstrom-Upgrade betrifft jetzt Teammitglieder und ultimative Beschleuniger. Probleme hinsichtlich der Gesundheitsregeneration im Mixtape wurden behoben. Jetzt habe ich doch ein paar Bugfixes vorgelesen. Interessanter wäre dann eher die Quality of Life-Geschichte. Das ist auch eine starke Änderung, wie ich finde. Ihr könnt euer Inventar jetzt während des Heilens und an Seilrutschen verwalten. Stark, habe ich vermisst. Wenn man es mal braucht und merkt, dass es nicht geht, denkt man sich, warum geht es eigentlich nicht? Und ich bin immer noch dafür, dass Pathfinder endlich seine Ziplines abweisen kann. Egal. Valkyrie kann ihre taktische Fähigkeit mit einem Nahkampfschlag beenden. Das können viele Legenden immer noch nicht. Mit Abbrechen einfach die taktische nicht machen. Das verstehe ich bis heute nicht. Es gibt zu viele Legenden, wo du boxen musst. Der Snare von Ash genauso. Du musst boxen, um es abzubrechen. Warum kann man nicht einfach eine Abbrechentaste haben? Egal. E-District. Das Erklettern von Wänden in bestimmten Bereichen wurde erleichtert. Im Norden der Karte wurden 2 Überwachungssender hinzugefügt und es wird mehr passieren. Es lohnt sich wirklich. Das Gefälle des Elektrodamms kann jetzt auch aufwärts überwunden werden. Zahl der Bodenbeute und Beutebehälter wurde erhöht. Das ist sowas von dringend notwendig für diese Map. 100 Beutebehälter wurden der Karte hinzugefügt. 100! Das müsst ihr euch mal reinziehen. Bodenbeute wurde hinzugefügt. Verschiedene Gebäude haben jetzt etwas mehr Bodenbeute. Also wirklich, der Loot auf der Map ist eine absolute Katastrophe bis dahin gewesen. Hochwertige Beute auf der Lotus wurde reduziert. Blossom Drive fertiger wurde ganz nach Westen verlegt. Es wurden zahlreiche weitere Bugs und Fehler auf der Position korrigiert. Okay. Leute, that's all for now. Was sagt ihr? Interessante Patch Notes, eine Menge cooler Stuff dabei. Der Loot auf District definitiv eine ganz wichtige Sache gewesen. Das mit dem Beutetick ist eine coole Sache. Velk hat eigentlich gefühlt einen Rework bekommen. Krypto wurde Gott sei Dank nicht im Grunde Boden wieder zurückgenervt. Finde ich eigentlich ganz cool. Fuse, ich glaube, damit können wir leben. Er kann weiterhin scannen. Nur nicht mehr ganz so krass. Okay, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen können wir eigentlich zufrieden sein mit den Änderungen. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Verbleibe wie immer mit freundlichen Grüßen. Abonniert meinen Kanal. Nicht vergessen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao.